Was hat der denn alles krasse dabei? Eine Fusionszelle. Nehmen wir mal. Hier so ein... Was ist das? So ein Gripper-Gedöns für Nahkampfwaffen. Nehmen wir erstmal alles mit, genauso wie diese Energiewaffe. Ach komm, Tragerkapazität erreicht. Willst du mich verarschen? Ah, da muss ich doch hier wieder irgendwo irgendwem irgendwas geben oder sowas. Irgendwo mal wieder verkaufen. Eine Plasmagranate. Dann lassen wir mal das Ding hier. Lasergewehr. Lasergewehr ist grundsätzlich eine geile Sache. Da, komm schon. Sagt mir jetzt aber nicht hier Tragekapazität erreicht. Hallo? Hallo? Macht er nicht. Ach so. Jetzt habe ich das. Ah, okay. Jetzt ist hier unten. Ich wusste bis eben nicht, dass ich es mitgenommen habe. Weil das eine für das andere gehalten. Egal. So, kriege ich den denn jetzt? Mit 95%iger Wahrscheinlichkeit. So, mal sehen. Kann ich auch so gut schießen? Niemand kann dich jetzt mehr retten. Wer es glaubt. Ihr hättet mich in Gefangenschaft genommen. Das finde ich nicht gut. Also ihr seid echt die besten Schützen, die ich je gesehen habe. Uff. So, kann ich noch nachladen? Nee, fehlt mir was für. So, noch ein Supermutant ist down. So. Dann gehen wir auch mal dahin. Da kommt der nächste an. Reicht noch nicht. Ja, ich kann hier 5 Schritte inzwischen gehen und kann halt dann versuchen zu schießen. Sieht gut aus. Danach müsste ich mich aber mal heilen. Oh, das geht ja. Man kommt ja hier dann doch irgendwie einigermaßen vernünftig rein. Was wir alles sehen werden, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich auch nicht erinnern, hier schon mal gewesen zu sein. Du stirbst jetzt in Flammentod. Ich weiß nicht. Ach, ich bin schon wieder leer. Lade nach. Bams. Und nochmal. Oh, ist nicht. Weil wir nachgeladen haben. So, geht doch. Geht doch. So, jetzt noch den da hinten. Da muss ich jetzt nur hier ein paar hunderttausend Kilometer lang gehen. So. Du, das ist dein Tod. Ja, ich glaube auch. So. Beziehungsweise wir brauchen gar kein Stimpack verwenden. Es reicht ja eigentlich, wenn wir dann gleich mal kurz durch die Welt reisen, wieder irgendwo versuchen, irgendwas zu verkaufen. Ah, könnte gehen. Der hat hier eine Holodisk dabei. Hat auch so was hier. Die Fusionszelle. Ich weiß gar nicht, was... Oh. Was, das Lasergewehr für eine Munition braucht. Lass mir das mal hier. Nimm lieber diese Fusionszellen mit. Was? Reicht immer noch nicht? Wie viel wiegt denn so eine Fusionszelle? Dann lass die mal hier. Jetzt nimm die mit. So. Gucken wir mal ganz kurz. Fusionszellen. Irgendwo hier ganz weit unten. Eine wiegt 5 Pfund. Und die brauchen halt die Fusionszellen und nicht diese Energiedinger, die wir da eingesammelt haben. Eine CD. Der Firma Watts Electronics. Offensichtlich in sehr schlechtem Zustand. Wir versuchen das zu benutzen. Mit unserem Pip-Boy. Dieses Band ist zwar kaputt, aber du kannst auf dem verkratzten Plastik folgende Zeichen erkennen. Code 010597.
Okay. Ist vielleicht später nochmal wichtig. Da wirst du alles dabei haben. Und wir sind natürlich immer noch voll. Wir müssen erstmal wieder unser Inventar leer kriegen. Das ist ja so, ne? Kannst ja nicht machen. Ich hoffe, die Leichen sind dann noch da, wenn ich dann wiederkomme. Kann mir kurz nachladen. Wir bräuchten theoretisch halt so einen eigenen Schrank, wo wir einfach immer wieder zurückkehren. Wir wollen zurück zum Hub, weil im Hub, da, ne? Da handeln wir halt immer noch am besten. Nebenbei hier so ein bisschen die Karte erkunden, um zu gucken, was wir hier und dort und überall so haben. Ne, hier kurz an der, was ist das, Butterwood oder Militärbasis da vorbeikommen. Die Militärbasis ist, meine ich, später noch sehr wichtig. Ach, herrje, oh. Einige Männer in Powerrüstung nähern sich dir. Guten Tag. Ein Brotherhood Paladin. Halt, wenn du noch nicht mit unseren Captain gesprochen hast, tu das jetzt und geh dann. Wer ist denn der Captain? Das sind alles die Brotherhood Paladine. Ich weiß nicht, wer von euch hier der Captain ist. Du da? Nein, 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 nein. Nö. Ah. Halt, ich erkenne dich. Du warst schon mal bei der Brotherhood. Nein. Mag sein, dass manche dir vertrauen, aber ich nicht. Was willst du? Ich wollte nur mal ein freundliches Gesicht sehen. Nein. Ich ziehe einfach durch das Ödland und versuche zu überleben. Ich töte Ungeziefer. Das verrate ich nur eurem Anführer. Nein, ich versuche zu überleben. So wie wir alle. Solange du dich nicht gegen die Brotherhood wendest, geschieht dir nichts. Aber sieh dich vor. Okay. Ich habe nicht vor, mich mit so viel mit der Power Armor da anzulegen. Das ist... Nee, muss nicht sein. Weil die Power Armor ist die beste Rüstung, die man später auch im Spiel erhalten kann. Nur dauert es noch ein Stückchen, bis wir die bekommen. Und gegen so viele in so einer Rüstung haben wir echt keine Chance. Aber nun gut. Einmal in die Old Town. Wir sind unbewaffnet, das ist gut. Nicht, dass ich hier die Aufmerksamkeit von den Leuten hier auf mich ziehe. Muss ja auch nicht sein. So, du da. Du willst doch immer sehr gut handeln. Handeln hier, handeln da, handeln hier und dort und überall. Was will ich denn alles loswerden? Am besten alles, was irgendwie was wiegt. Wie zum Beispiel das hier. Alles weg. Hast du denn überhaupt was, was ich dann hier nehmen kann? Ich hoffe doch. Hast du keine Kronkorken? Kronkorken wiegen doch so schön nichts. Warte mal, nehmen wir mal hier erstmal so ungefähr alles, oder zumindest schon mal ein ganzes Stückchen. Es gibt jetzt 2800 ungefähr. Geben wir dir nochmal so ein Ding. Die Schrotflinte, komm, kannst du auch haben. So, mach mal 502, 560... Ja. Das ist schon mal ein gutes Stück davon weg. Das müssen wir gucken. Das weiß ich nicht, wie viel das so wert ist. 300. Das wäre 5200 Kronkorken wert. Willst du mich verarschen? Ich bin auch so kurz davor, hier diese Scanner und sowas zu verkaufen. Dann brauche ich halt die Person mit dem nötigen Kleingeld. Ich schaue mich immer nur um. Ich weiß gar nicht, ich glaube, jetzt muss ich hier so ein paar Tage warten oder sowas, bis ich wieder mit ihm handeln kann. Bis er genug Kronkorken hat.
Kisten, haben wir gesagt. Halt irgend so ein Regal oder sowas muss ich mal aufsuchen, wo ich mein Zeug mal ablegen kann. Irgendwo, wo ich zu Hause bin. Ach, siehst du, er hat sogar neues Geld. Geld haben wir halt wirklich wie Heu. Eine Granate brauche ich nicht. Das Ding kann auch weg. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Eine Geigerzähler ist grundsätzlich nicht verkehrt. Feuerzeug, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Nimmt der erstmal, können wir zur Not später zurückkaufen. Das sind die Energiezellen. Jetzt hat er 2800. Dann nehmen wir mal 2800 mit. Warte. So, und nochmal 802 bieten. Muss ja hier irgendwie das Inventar leerer kriegen, ne? So, handeln. Können vielleicht noch Munition für unsere aktuelle Waffe mitnehmen, falls er sowas hat. Eventuell. Sieht jetzt aber nicht unbedingt danach aus, als ob er sowas hätte. Gut, dann. Hier, Molotow brauche ich auch nicht. Nutze ich nie. Funkgerät ist grundsätzlich nie verkehrt, eins zu haben. Aber halt die Munition hier, ganz ehrlich, kann auch weg. Wo hat 9000 noch was? Was ist denn das für ein Warenwert? Willst du mich verarschen? Das hier wäre dann. Wow, das ist aber auch einigermaßen wertvoll. Gut, dann müssen wir halt hier jetzt in mehreren Schritten das wieder machen. Ja, bevor wir jetzt hier die Dinger jetzt hier alle verkaufen können, machen wir 20 weg. Machen wir noch weitere 10 weg. Ja, 2400 fürs Erste. So, und 402 bieten. Könnt ihr natürlich auch irgendwo ablegen, aber nee. Nee, sehe ich ja gar nicht ein. Handeln. So, dann hier weitere Munition. Ist schon wieder viel zu viel wert. So viel Geld hat er doch nicht. Die Leute haben einfach kein Geld mehr heutzutage. Ich finde gut, dass er halt wirklich immer wieder hier Kronkorken hat, die ich einfach mal bei ihm hier absaugen kann, für den Fall des Falles, dass ich wirklich mal irgendwas kaufen will. Ne, also 2800, ein Tipp mit Tipp geht nicht. Leider. Ach komm. So. Machen wir davon wieder 10 weg. Und wieder 10. 2250. So. Ich schaue mich natürlich nur um. Und jetzt. Warte. Wir suchen uns echt hier irgendwo so ein Regal oder sowas. Hier, dies ist doch ein verlassenes Gebäude. Vielleicht können wir hier einfach mal. Irgendwas. Nee, das ist kein Regal. Aber wir haben ja auch aus einem anderen Gebäude wiederum jemanden quasi rausgeschossen. Wo keiner mehr drin wohnt. Vielleicht können wir dort in dem Gebäude dann ein bisschen wahren lassen. Apropos. Hier unser Typ hier. Guten Tag. Willst du uns doch bestimmt mal wieder Geld geben? Okay, ich habe den Geld bekommen. Ja, das finde ich gut. Halt die Hitze nicht aus. Ich stelle die Zahlung ein. Nein. Nein. Okay. Ich muss eine höhere Summe verlangen. $300 alle 5 Tage. Was? Ich vergiss es. Ich kann dir nicht mehr geben als bisher. Echt schade, Bob. Würde ungern anfangen zu singen. Nein, schön, bleiben wir beim letzteren Abmachung vorerst. Ja.
Das erste Mal, dass du was Vernünftiges sagst. Verschwinde jetzt. Okay. Gut, dann bleiben wir bei den 200 Dingern, auch wenn ich nicht wirklich Geldmangel habe.